Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Atlas Reactor. Und es ist endlich mal wieder soweit. Ich zeige einen neuen alternativen Mastery Style Skin. Und zwar zeige ich heute den von Asana. Die habe ich mich gestern auf Level 10 gemacht und musste sofort ein Video machen. Gleichzeitig sieht man rechts unten den tollen Banner. Der zeigt, dass ich mit 10 Charakteren 30 Siege absolviert habe. Den haben bisher, ich glaube, ich hatte ihn als erster, bin mir aber nicht ganz sicher. Aber es sind bisher auch nur, ich habe bisher nur zwei andere Leute gesehen, die in der Zwischenzeit jetzt diesen Banner haben. Einer davon ist in diesem Menschen, nämlich der Erd, der den Nix spielt in dem gegnerischen Team. Und wir haben zwei potenzielle Anfänger im Team, was mir gar nicht gefällt, denn die Gegner haben Level 100, Tiny. Und ich habe noch einen aus meinem Team, den Akie, der den Poop spielt. Er spielt den Poop solide, sage ich jetzt mal. Manchmal hat er gute Runden und manchmal denkt er so weit, wie ein Schwein pfeift. Also lassen wir uns einfach überraschen, was das jetzt für eine Runde ist. Ob er uns den Sieg bringt oder ob er uns das Match verliert. Beides hat er schon eindrucksvoll im Alleingang gemacht. Ich gehe jetzt mal relativ aggressiv nach vorne, mache ich mit Asana eigentlich immer. Allerdings nicht, um zu dashen. Da sieht man übrigens auch das Logo im Banner beim Erz auf der genischen Seite. Und ja, ich glaube, wir haben erfahrenere Leute als Gegner. Und wenn wir eine Grant, ein Titus haben, die wenig Erfahrung haben, dann könnte es eigentlich fast nur Totalausfälle werden. Gegen Leute wie Fingers, die Level 100 sind. Also, wohlgemerkt, Level 100 seit dem letzten Wipe. Ich will gar nicht wissen, wie viele Spiele er ansonsten schon hat. Ja, wahrscheinlich ohne Wipe hätte er bestimmt schon Level 500 oder so. Aber nun gut. So, ich laufe hier nach hinten, weil ich befürchte, dass Lockwood und Nix ihre Fallen hier reinschmeißen werden und ich habe keine Lust, wie so ein Troll da einfach durchzurennen und einfach den Schaden blind zu nehmen. Falle Nummer 1 und Falle Nummer 2. Und wenn ich es richtig gesehen habe, rauscht unser, na klar, und unser Noob Titus muss natürlich erstmal 30 Schaden gratis mitnehmen. Der Schuss von Gray war soweit ja ganz in Ordnung und unser Poop läuft auch durch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Genau so wird es nicht gemacht. Das war schon echt amateurhaft gerade. Ich meine, es sind zwei Charaktere mit einer Falle auf der gegnerischen Seite. Und sie rennen blind durch die Mitte. Das ist einfach, das unterscheidet dann halt einfach, also ich meine, manche Leute machen halt einfach nur ihren Zug und bedenken gar nicht, was der Gegner so zur Verfügung hat. Und genau das sind die Spieler, die maximal mittelmäßig sind. Ich würde mal sagen, dass ich auch eher ein mittelmäßiger Spieler bin, aber so ein Quatsch mache ich. Also ich meine, wenn es mitten im Spiel passiert, ist es was anderes. Aber direkt im zweiten Zug so einen Blödsinn zu machen, das ist sehr fahrlässig und dumm. Genau wie jetzt Asana anzugreifen. Es war auch klar, dass sie das Schild aktivieren wird, weil sie natürlich dachte, dass der Poop auf sie losgeht und jetzt wird Gray fast schon hingerichtet. Klasse. Es war auch nicht clever, sich da zu positionieren. Wow, es sieht irgendwie jetzt schon total verloren aus. Ich meine, Poop und Tito sind bei Rust. Schön. Und ich muss mal schauen, was ich jetzt mache. Ich greife einfach um mich rum an. Wenn ich Pech habe, steht hier irgendwo der olle Lockput rum und schießt auch noch auf mich. Aber ich hebe die Redemption, glaube ich, trotzdem noch auf, weil könnte auch sein, dass er woanders steht. Beziehungsweise nix woanders steht. Der hat ja nur seine gerade Reichweite. Wenn ich Glück habe, kann ich ihn noch erwischen. Also kann er mich nicht erwischen. So rum, Mann. Verwirrung. So, und gut, das war, ach, der Old Dizzer. Alles klar. Und jetzt kriege ich hier die zwei Treffer ab. Sehr schön. Habe ich auch schon relativ viele Leben verloren. Aber ich bin hier auch ziemlich allein gelassen. Dadurch, dass unsere Gray ja fast tot ist. Ich glaube, ich dash. Ich glaube, ich dash lieber, um dem Schaden auszuweichen. Mal gucken, ob ich mich hier irgendwie durchwürgen kann. Irgendwie bei solchen engen Konstellationen, das spielt manchmal die Anzeige. Oh, das muss ich beeilen. Ich mache mal so. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass ich so lande. Auch wenn die Anzeige jetzt angezeigt hat, dass ich daneben lande, aber das stimmt manchmal einfach nicht. Und ich kann mir das auch kaum vorstellen. Ich glaube, ich lande irgendwo. Ja, ne? So. Also ich meine, das ist ja irgendwie falsch, aber gut. Vielleicht ist das ein Bug und muss man von den Entwicklern behoben werden, keine Ahnung.
Gut, den Angriff hätte ich wahrscheinlich sowieso gefressen. Und wir laufen dahin. Gut, wir sind zwischen allen. Jetzt wird die Redemption einfach nötig sein, weil ich hier vor allem überleben will. Und dann machen wir das noch so. Ja, machen wir so einen Pac-Man-Angriff. Und ich versuche einfach mir die Heilung zu holen. Mal gucken, ob es klappt. Ja, ich habe ja mittlerweile schon über 200 Spielstunden. Wahnsinn eigentlich. Wird künftig aber gar nicht mehr so viel Zeit haben, das zu zocken. Ab August habe ich ja Arbeit. Und dann, tja, dann kann ich es nicht mehr spielen. Ah, jetzt bin ich geroutet. Ärgerlich. Na gut. Immerhin konnte ich dreimal meinen Schaden verteilen. Man muss sagen, Titus ist schon echt der schlechteste von allen Tanks. Einfach weil er hat keine Überlebensmöglichkeiten und es hat relativ plumpe Sachen zur Verfügung. Deswegen ist er eigentlich ein relativ schlechter Charakter. So, ich schieße jetzt einfach auf Nix und dann mal gucken, ob er seinen Catalyst einsetzt oder nicht. Wenn er überleben will, dann braucht er entweder sein Catalyst oder Heilung. So, ich gebe mir jetzt einfach meinen Catalyst und lasse mich überraschen, ob ich es jetzt überlebe oder nicht. Wahrscheinlich sterbe ich, aber ich riskiere es trotzdem. Okay, die Falle, die ist mir egal. Okay. Immer so geroutet, das heißt, er kommt jetzt erstmal nicht weg. 12 Schaden, auch okay. Und da bin ich tot. Irgendwie trockenen Hals. Aber hier oben ist auch echt warm. Und irgendwie komische Luft. Naja. So, jetzt wird wahrscheinlich Titus den Nix angreifen. Und Nix macht wahrscheinlich seinen Catalyst. Und ich habe ihn jetzt einfach mal markiert, aber ich gehe mal stark davon aus, dass der sein Catalyst jetzt raushaut und die Sache damit quasi erledigt ist. Naja, im Schaden habe ich eine Menge mehr als meine Teamkollegen bisher gemacht. Aber mit dem Titus ist es ja nicht so leicht, wenn alle anderen Leute besser sind. Also auch vom Spielverständnis her. So, und kriegen sie den Rask noch? Oh, Finisher ins absolute Nichts. Sehr schön. Und ja, der Catalyst ist raus. Schreiben wir Nick 7. Warum 7? Weil auf der siebten Fähigkeit immer die ganzen Teleporter-Catalysts liegen. Ich glaube, man könnte auch die 7 auf der Tastatur drücken dafür. Und dann wäre das so. Ah, ist natürlich die Frage, wo der Nick jetzt hin ist. Das ist jetzt ja leider unsichtbar und ich kann jetzt mein Ultimate setzen, theoretisch. Aber, ach, da ist nichts. Ich gehe jetzt einfach hier hin. Mein Nix wird jetzt wahrscheinlich sterben. Gehe ich mal stark davon aus. Weil der Pup wird jetzt auf ihn springen, genau. Jetzt bin ich nur gespannt, wohin Nix schießt. Ich hoffe auf Titus, das wäre das Beste. Yep, versagt. Sehr schön. Okay, wir haben das 1 zu 1 und uns erstmal aus der kniffligen Anfangssituation wieder ein bisschen rausbefreit. Hätte ich nicht gedacht. Was nun? Spätestens nach zwei, drei Zügen muss ich mich bewegen oder angreifen. Sonst würde mich das Spiel disconnecten, was ich für eine Frechheit halte. Aber es ist leider so. Es ist aber irgendwie es ist einfach falsch, dass das so ist. Also, dass man, wenn man 3 bis 4 Runden sich weder bewegt noch angreift, einfach disconnected wird. Da müsste die Maus- und Keyboard-Aktion, die müssten da noch mit reinfließen. Also, dass sich weder die Maus noch das Keyboard irgendwie aktiviert sein dürfen, beziehungsweise benutzt werden dürfen. Das wäre sinnvoll. So, mein Dash ging ins Leere, aber einfach nur ins nächste Unsichtbarfeld. Das ist also nicht ganz so tragisch. Und Gray ist tot. Das war irgendwie auch zu erwarten, dass sie relativ schnell sterben wird. Ich bin erstaunt, dass sie überhaupt noch gelebt hat, zugegebenermaßen. Dummerweise habe ich jetzt niemanden mehr, auf den ich mein Ultimate setzen kann. Und das heißt, ich warte einfach mal wieder eine Runde ab. Oder? Nee, ich klaue Rust das Power-Up. Das ist besser. Ich gehe einfach dort oben hin und klaue ihm das.
Das ist viel besser. Dann kriegt der das Video und der schon wird er wohl kaum um das zu bekommen. So, nur das Einzige, was schade ist, dass ich nicht mehr Schaden mache durch das Power-Up jetzt. Während ich schon das einsammle. Das wäre irgendwie cool, aber naja. Man kann ja nicht alles haben. Interessant ist auch, dass man mit Asanas Ultimate nicht Fallen aktiviert. Also nicht, wenn man also sowas wie die Lockwood-Falle oder die Nix-Falle, wo man physisch durch muss. Weil man sich teleportiert zu der Stelle. So, da ist wieder Nix. Und das bedeutet, er wird sterben. Wahrscheinlich hätte ich die Redemption noch nicht aktivieren sollen. Aber ich stehe so in der Mitte. Da weiß ich auch nicht, ob die nicht vielleicht doch versuchen, auf mich zu schießen. Und da kommen zwei Dashes auf einmal. Wow. Das ist interessant. So, okay, der steht noch. Und das habe ich nicht gesehen, leider. Sonst hätte ich vielleicht... Na gut, ist halt blöd. Jetzt läuft der Nix halt nicht mehr durch die Wand, dummerweise. Aber ist egal, wir töten ihn jetzt trotzdem. Er wird sicher sterben. Und ich denke, ich werde so einfach angreifen. Der Schaden reicht ja schon. Und Titus macht sein Ultimate nach unten oder sein... Ne, jetzt macht doch seine normale Attacke. Okay. Achso, und Poop Dash nach unten, ja. Ich denke, das wird kaum ein Overkill werden. Ich denke, wir werden den Nix relativ adäquat töten. Was ganz gut ist. Gut. Der Treffer war schon mal ganz gut. Gut. Ein bisschen Overkill haben wir. Aber wir hätten sowieso nicht großartig woanders hin angreifen können. Und da ist er tot. Und wie viel hat er noch? Ein Leben? Puh. Oh, jetzt ist er tot. Sehr schade. Sehr, sehr schade. Und das Rask. Okay, Ultimate. Ich denke, es ist auch ganz gut, wenn Pupi jetzt aber den Ultimate macht. Dann hat er vielleicht noch die Chance, wenn das Match länger geht, nochmal einen zu kreieren. Aber keine Ahnung. Lass uns einfach überraschen. Und ich klaue dem Rask auf jeden Fall das Heilungspower-Up. Oh, jemand hat Kette das gemacht. Lockwood. Okay. Ah ja. Lockwood hat also auch kein Kettle, das ist mir sehr schön. So, der hat sein Ultimate. Weißt du nicht, ob der sich automatisch triggert? Ach, der dasht aber schon ewig. Der dasht bestimmt ewig. Ich mache einfach nochmal einen Angriff. Nur für den Fall, dass er hier bleibt. Aber ich bin sicher, dass er wegdasht zu Poop oder so. Ja, zu Poop macht eigentlich Sinn. Poop ist so ein bisschen isoliert dann erstmal. Und die Falle nimmt er auch noch mit. Sehr schön. Wie übernimmt er die andere Falle nicht auch noch mit? Genau, der geht da eben. Ich hätte es natürlich auch, wenn ich wirklich ganz doll darauf spekulierte, hätte ich natürlich auch schon in die Richtung von Rast schießen können mit meinem Stand and Fight. Aber es war mir dann doch zu riskant. Dazu ist die Attacke zu nützlich, um sie so zu verschwenden. Ja, ich mach das mal. Vielleicht schießen die aus der Ferne noch auf mich, keine Ahnung. Manchmal ist es auch besser, das Redemption einfach irgendwann quasi zu machen, wo potenziell die Leute aus der Ferne auf mich schießen könnten. Aber vielleicht habe ich auch einfach Pech und es nützt mir gar nichts. Okay, er dasht weg. Klasse. Das heißt, jetzt hat er einen Dash gemacht. Finisher. Und das heißt, jetzt noch ein Dash zur Verfügung. Das heißt, er hat kein Catalyst mehr, glaube ich. Ja, doch. Moment, wie war das? Nicht stimmt, er hat kein Catalyst mehr. Er hat jetzt aber wieder seinen Dash dummerweise. Ärgerlich. Wenn ich jetzt Titus wäre, würde ich einen Zug warten. Weil irgendwann wird er schon seinen Dash machen wollen, weil er eh fast stirbt. Ich schieße jetzt mal auf ihn, auch wenn es. Oder nicht? Ich glaube es. Oh, Mist, die Zeit ist abgelaufen. Verdammt. Okay, das war ein Fail.
Okay, und. Schön. Und Titus macht sein ID mit ins Leere, dieser Idiot. Oh, klasse. Herzlichen Glückwunsch, Titus. Das war mal so. Weißt du, hat einen der stärksten Ultimates im ganzen Spiel und dann versagt er so. Wow. Einfach nur wow. So, ich dashe definitiv zu Rust, weil jetzt hat er keinen Dash und keinen Catalyst mehr. Das heißt, er muss jetzt alles einstecken, was wir ihm geben. Wir liegen immer noch hinten. Es sind noch zwei Züge. Das ist nicht gut. Aber der Vorteil ist, die sind alle auf einen Haufen. Und ich sehe schon, ich liege mit Schaden mal wieder vorne hier. Aber das nützt auch nichts, wenn wir dann verlieren. Okay, er heilt sich, das ist gut. Ja, sehr schön. Das war mal eine echt exzellente Drohne. Okay, tja, hier wäre der Ultimate jetzt natürlich bombastisch gewesen. Ich werde weggestoßen, ist nicht so schlimm, weil ich habe immer den Pup das Überleben ermöglicht. Tja, da erreiche ich keinen. Dann nehme ich jetzt Stand and Fight auf Rask, weil ich will unbedingt, dass er auf jeden Fall stirbt. Das ist wichtig. Er darf auf keinen Fall überleben. Und Asana verfolgen wir jetzt einfach und dann gucken wir mal, was passiert. Okay, ach, sie hat das. Naheliegende Leute kriegen 10 Rüstung. Irgendwie ist es keine gute Mod, finde ich. Aber Redemption. Ich mag diese 18 Schaden-Mod. Das ist mein Favorit. Kommt er eh nicht ran, sehr schön. Zack, gut. Wow, daneben. Hat wohl auf den Dash gehofft oder so, keine Ahnung. Und tschüss. Ah, der Hund ist auch fast tot. Puh, der Ausgleich. Oh, final turn. Nix hat sein Ultimate. Ich denke, er wird ihn noch nicht machen. Ich denke, er wird ihn noch nicht machen. Es ist, wozu auch? Ich meine, es steht E3-3, potenziell stirbt noch keiner von ihnen. Also wird er vielleicht vorsichtiger sein und den sich aufheben. Wow, jetzt ist Harakiri da drin. Oh, ich habe nicht so noch alt. Sehr schön. Ach, schön, nochmal 18 auf ihn. Perfekt. So. Titus wird sterben. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, deren Leute zu töten. Nix wird wahrscheinlich überleben, nehme ich an. Aber Asana könnte man killen. Ach mein Gott, wenn wir es nur geschafft hätten, dass der Titus sein Ultimate auch tatsächlich reinbringt. Mann, das ist blöd. Das könnte uns das Spiel gekostet haben. Was? Macht der Pup jetzt einen Dash? Dann dasht er bestimmt in den Ultimate rein. Oh nee. Bringt er sich jetzt selbst um, der blöde Köter. Oh, fuck. Fuck, fuck, fuck. Och, nee. Und zwei tot. So dumm. So dumm. Das kann nicht wahr sein. Und, oh Gott, der Kiwi ins Leere. Ernsthaft? Ach Gott. Ja, super. Gut, verloren. Herzlichen Glückwunsch, Pup. Grandios in den eigenen Tod gesprungen. Wahnsinn. Ja, dann hoffe ich, wir sehen uns beim nächsten Video. Und ich hoffe, da habe ich bessere Teampartner. Das war ein schlechter Witz gerade. Ciao, ciao.